Ja, malen nach Fotos, darf man das überhaupt? Ja, aber selbstverständlich darf man das. Entweder man fragt den Fotografen um die Erlaubnis oder noch besser natürlich, man schießt die Fotos selbst und macht vielleicht zusätzlich noch eine Skizze dazu. Ich bin ja davon überzeugt, dass sehr viele der Maler nach Fotos arbeiten, auch wenn sie es nicht immer zugeben, warum auch immer. Es ist doch eine ganz tolle Möglichkeit, Motive zu malen, wo man normalerweise nicht direkt davor sitzen kann. Sei es, ich male eine Stadtansicht und der beste Platz wäre genau mitten auf der Straße. Das reicht vielleicht für ein Foto, aber ich kann mich dort nicht mit meiner Staffelei breit machen. Also malen nach Fotos ist in meinen Augen absolut legitim, wenn man nicht versucht, ein Abbild des Fotos zu malen. Aber auch das ist natürlich Geschmackssache. Ich bin eher der, der Fotos gerne umsetzt in Momentaufnahmen, in Impressionen und da kann ein Foto eine wunderbare Unterstützung sein. Wenn ich nach einem Foto male, ist es für mich ganz wichtig, dass ich vorher eine Skizze mache. Bei dieser Skizze kann ich Änderungen durchführen, ich kann die Komposition etwas verschieben, wenn es notwendig ist. Ich kann die Tonwerte austesten, die Hell-Dunkel-Tonwerte. Also ich halte mich nicht sklavisch an das Foto. Ganz gefährlich beim Malen nach Fotos ist, dass man sich zu sehr ins Detail verliebt. Vielleicht ist es hilfreich, wenn man sich ein Zeitlimit setzt. Auch bei diesem Trailer sieht man ja nur einige kurze Ausschnitte aus dem großen Video, das ja über 2 Stunden läuft. Wenn Sie diese Video-DVD erwerben wollen, können Sie das ganz einfach tun auf meiner Webseite www.aquarellkurse.at. Wenn Sie etwas freier malen wollen, und das wollen ja eigentlich die meisten meiner Kursteilnehmer, dann habe ich eine kleine Empfehlung für Sie. Wenn Sie noch Fotos malen, malen Sie zuerst eine Skizze und legen dann das Foto weg. Versuchen Sie dann das Bild nur mehr nach der Skizze zu malen und nicht mehr auf das Foto zu schauen. Sie werden sich wundern, welch tolle Ergebnisse da hervorkommen können. Thank you.
Diese Ansicht von Venedig habe ich schon öfters direkt vor Ort gemalt. Das Motiv ist ja nicht ganz einfach und eignet sich eben ganz besonders gut, hier in diesem Tutorial zu zeigen, wie man dabei vorgehen kann. Auch hier entstand wieder zuerst eine Skizze, die ich dann aufs Aquarellpapier mit Bleistift übertragen habe. Übrigens, ich nehme eher einen nicht ganz so weichen Bleistift, also 2B ist schon das Maximum, um nicht zu stark das Papier zu verschmieren. Das wird sonst zu schnell grau, schmutzig und das zeigt sich ja dann auch wieder am Aquarell. Mit nicht zu kleinen Pinseln wird dann die Farbe angesetzt, wobei ich nicht immer ganz genau auf die Zeichnung achte. Auch wenn einmal ein Strich daneben geht, ist das nicht weiter tragisch. Es trägt ja auch zur Lockerheit des Aquarells bei, wenn man nicht zu brav und zu ordentlich Vorzeichnungen ausmalt. Ich mag es, wenn sich die Farben am Papier vermischen. Wenn ich nass in nass Farben auftrage und so schöne Mischungen und Strukturen entstehen lassen kann. Glauben Sie mir, wenn man nach selbst fotografierten Bildern und nach Skizzen malt, entsteht die Urlaubsstimmung im Atelier oder am Malplatz ganz von alleine. Das ist doch toll und nebenbei noch preiswert. Manche Leute haben ja Angst vor Winterbildern. Dabei ist das gar nicht so schwierig, wenn man einige Grundregeln beherzigt. Man sollte schon viel papierweiß stehen lassen, trotzdem dabei beachten, dass Schnee nicht immer nur rein weiß ist. Gerade für Winteraquarelle eignet sich ein Foto als Motivvorlage besonders gut. Ich gehe zwar auch gerne im Winter ins Freie hinaus, allerdings wenn es Temperaturen unter minus 5 Grad gibt, ist es schon eindeutig zu Hause gemütlicher. Auf der DVD zeige ich auch sehr ausführlich, wie man mit einfachen Mitteln, mit verschiedenen Techniken, altes, verwittertes Holz malt, wie diesen alten Zaun hier beispielsweise.
Es gibt ja unglaublich viele Tipps und Tricks zur Aquarellmalerei. Nur das Wissen um die Tricks bedeutet nicht, dass man das sofort beherrscht. Wichtig ist, dass man sich zuerst die Grundlagen der Aquarellmalerei aneignet. Und ganz wichtig natürlich, ohne Zeichnen, ohne zeichnerische Vorbildung geht eigentlich gar nichts. Zeichnen ist die Grundlage jeder Art von Malerei. Da gibt es kein Drüberschwindeln. Ohne Zeichnen wird ganz selten ein Bild wirklich gut. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Malen und vielleicht sehen wir uns ja einmal bei einem meiner Kurse. Ich würde mich freuen. Servus.